Die Party! Ich verstehe halt immer noch nicht. Also wir erleben jetzt ganz viele verschiedene Geschichten anscheinend. Ja. Nathan, ich bin nicht sicher. Vielleicht sollte ich nicht gehen. Jodie, du bettest doch schon seit Wochen. Du machst doch jetzt keinen Rückzieher. Ich kenne doch da niemanden. Vielleicht hassen die mich. Und das Kleid ist schrecklich. Ich finde das hübsch. Auch. Lass uns fahren. Hol einfach Tiefluft. Es gibt keinen Grund zur Panik. Ist doch nur eine Geburtstagsparty. Bestimmt werden dich alle ganz toll finden. Bestimmt. Du wirst Spaß haben. Vielleicht findest du da Freunde. Genau. Na, geh schon. Na, geh schon. Oh, das Geschenk musst du mitnehmen. Ein Buch, Gedichte von Edgar Allan Poe. Oh, geil, gib das! 50 Jahre alt und sehr selten, das wird dir gefallen. Keine Sorge. Alles wird gut gehen. Ich bin dann im Fünfter. Viel Spaß. Es kommt drauf an. Also, wenn das auch so ein Teenager-Mädchen ist, was soll die mit so einem Buch? Ich hätte mich gefreut. Ich glaube, so normale Leute. Ich das jetzt auch nicht, aber so normale Teenager hätten sich darüber bestimmt nicht gefreut. Nee, glaube ich auch nicht. Ich weiß halt nicht, kannst je du das nachdem. Nicht? Kann man das nicht irgendwo verdüdeln? Du sollst das nicht mitnehmen. Ja. Oh. Hey, Jodie, komm rein. Oh, hey, hallo. Kirsten, kommst du? Ich würde jetzt gerne los. Dann heißt sie auch noch Kirsten. Hey, Jodie, nicht so schüchtern. Hey, Jodie, stimmt's? Komm, wir sind im Wohnzimmer. Meine Mädels und ein paar einigermaßen coole Jungs. Also. Ein Geschenk für mich? Cool, danke. Oh ja, nein. Ich bin weg, Schatz. Kümmer die dich um die Gäste und stellt bitte nein. keinen Blödsinn an, okay? Klar, Mom, was immer du willst. Darf ich Oder die. Zeit, dass sie verschwindet. Darf ich ihr an den Haaren ziehen? Ja, hey, bitte. Leute, das ist Jodie. Sie ist in Einheit 4. Meiner Mom. Einheit 4? Die paranormale Abteilung. Was treibst du da? Löffel und Gabel verbiegen und mit Toten sprechen? Nein. So ein Zeug? Nein. Party time! Ich hol das Bier. Jungs, die Fenster. Mädels, die Kerzen. Und Jodie, du kümmerst dich um die Musik. Lasst uns feiern! Ja. Die passt doch voll rein, nur. Dann mach mal die Musik an. Nein, ich möchte Mach bitte Musik gehen. An. Ich möchte Mach bitte die Musik gehen. An. Ich möchte Mach die bitte. Musik an. Ich darf Mach gar die nicht Musik gehen. An. Mach die Musik an. Guck keine Bilder an. Mach Doch, die Musik an. Ich gucke mir Bilder an. Ich gucke mir Bilder an. Ich weiß gar nicht, wo ist denn die doofe Musik? Da ist der Fernseher. Na, warum sitzen die da doof rum? Kann ich Feuer da machen? Links oh. ist. Ich kann bestimmt Feuer machen. Ja, das hätte ich jetzt auch gewählt. Ja, lass das an. Ach so, ich wollte... Nein, nicht Disco. Wo ist denn jetzt Rock hin? Da. Da ist Rock. Ja, gefällt mir. Was für ein Gedudel ist das denn? Halt die Fresse. Guck mal. Wir legen was Angesagtes auf. Was ist was denn? Was Richtiges für eine Party. Was ist denn angesagt? Wow. Also... Ich möchte gerne hier stehen bleiben. Kann ich vielleicht hier, kann ich nicht auch? Warum kann ich nicht durch die Fenster gehen? Weil das nur ich kann. Kann ich mich irgendwie setzen? Meine Mom geht noch nicht mal mehr in mein Zimmer. Sie ist total ahnungslos. Klar. Total genial. Jodie, du auch eins? Ja, nimm mal eins. Ja, klar. Erzähl doch nicht so. Von einem Bier wirst du jetzt auch nicht besoffen. Hey, ich verschluck dich nicht. Bestimmt ihr erstes Mal. Nein, ich trinke gern Bier. Na klar trinkst du gerne Bier. Ich hasse sie jetzt schon alle. Nein, nimm nicht das Bier. Okay. Geh weg. Okay. Oh, Let's Dance.
Nee, nein, nein. Setz dich hin. Okay. Warum setzt du dich denn hin? Ich will auch tanzen. Spielen wir jetzt Reise nach Jerusalem? Ja, Mann! Ja, tanz mal ein bisschen. Zeig's ihm. Mach ich. Zeig's ihm. Ja. Mhm. Aha, aha. Oh, yeah. Aber wo sind die anderen denn hin? Ach, die haben, sich dann... Was für arrogante Zicken. Echt jetzt? Jetzt? Guck mal. Diese Bitches. Oh, hab ich das laut gesagt? Ja fies. Darf ich das sagen? Ich weiß nicht. Fiese Pieps. Fiese Piep-Pie. Bitches. Jetzt hab ich's einfach Piep. Getan. Willst du mal? Hä? Was? Was denn? Was will ich? Was will ich denn? Hä? Was willst du? Was hat er denn da? Kekse. Hä? Ich hab gar nichts gedrückt. Nein, refuse. Nein. Oh, ach, das war ein Joint. Uiuiuiui. Ja, okay, dann ist gut, dass sie Nein gesagt hat. Ich hab das gar nicht erkannt. Sonst wird Aiden sauer. Könnte sein. Kann ich hier bitte gehen? Nein, scheiße. Oh. Können wir nicht die Uhr vorstellen? Dann ist 5. Oh ja, kommt, bitte. Ist das eigentlich unser Papa oder ist das einfach, ich weiß nicht, wer das ist. Oh, hol uns bitte ab. Ja, dann setz ich mich halt hin. Ja, dann setz dich hin. Oh. Geh weg. Nein. Hi. Tschüss. Hi, ich bin Matt. Jody, oder? Aha. Ja, ja. Ich hab dich noch nie in der Schule gesehen. Bist du nicht in der auf der Basis? Nö. Ich bin da in so einem Programm mit eigenem Lehrer. Klar. Ich will nicht mit ihm reden. Wirst du bestimmt noch, wenn wir uns dort begegnet wären. Aha, du arbeitest also mit Kirstens Mutter? Ja. Im Prinzip kennt Kirsten mich nicht. Ihre Mom ist in meiner Einheit, deshalb bin ich eingeladen. Ich war vorher in London, aber seit 2 Jahren wohnen wir hier. Aha. Und du? Wo hast du vorher gewohnt? New York. Mann, ich liebe New York. Wie gegrinst hat. Komm mal da, voll abgefahren. Hast du denn Hobbys? Nein, nee, ich hab keine Hobbys. Was dir Spaß macht? Ich surfe so. Ich zerstöre oft, gerne Dinge. Ich spiele oh ja. Welt mit ein paar Freunden. Und du? Worauf stehst du? Menschen abfackeln. Dinge zerstören. Nichts Spezielles. Ich lese viel. Langweilig. Kann ich dich mal was fragen? Nein! Was machst du in Einheit 4? Arbeiten. Ich rede nicht gern darüber. Sorry. Ich erzähl dir mal Scheiß. Ich hoffe, ich hoffe, du bist nicht beleidigt Nein. oder so. Oh. Nein, ist okay. Okay. Was Langsames. Willst du mit mir tanzen? Nein, Mann! Ich kann das wirklich nicht. Ach, schon okay. Ich kenne das auch nicht so richtig gut, also. Oh. Was stöhnt ihr denn so? Oh. Hey, wieso machst du es denn jetzt trotzdem? Ich hab doch gesagt, ich will nicht. Der ist eklig. Ich will nicht mit ihm tanzen. Aber vielleicht ist er ja nett. Vielleicht ist er ja wirklich nett. Wer weiß es schon. Eine kleine Chance geben. Und dann der hängt. Sorry. Hä? Was soll ich denn machen? Unser Ding, oder? Du setzt den Controller. Hab ich gemacht. Nach links und rechts. Ja, hab ich doch gemacht. Weißt du? Ich teste das ständig, aber. Das ist echt hübsch, weißt du? Halt die Fresse. Danke. Du bist nicht wie die anderen, ich meine. Das ist was wirklich Besonderes an dir. Mhm. Das kannst du wohl laut sagen. Ne? Ey, ey, ey! Nimm die Hände da weg.
Nein. Danke. So nicht. Nein. Danke für den Tanz, Matt, aber ich werde wohl passen. Oh, das kennt er wohl gar nicht. Leute, Leute, warum gibt Jodie uns keine Demonstration ihrer Super-Mega-Power? Gerne. Nein. Klasse Idee. Nein, das wird nein, der Knaller. Ach, vergesst es. Das ist doch nur Mist. Ja, komm, Jodie. Zeig uns, was du kannst. Okay, Jodie. Dann zeig doch mal was. Dann zeig doch mal was. Nein, ich kann euch gar nichts zeigen. Ich hab's doch gesagt, alles Blödsinn. Ich reiß dir gleich die Brille von der Nase. Zeit für den leckeren Kuchen. Und ganz wichtig, Zeit zum Geschenke auspacken. Oh oh. Du hättest die Dings machen können, dann hätte ich das Obwohl, Geschenk zerstören Zeit. Ich mach erst Geschenke auf. Oh, oder den Kuchen. Love, Jen. Kiss, kiss, kiss. Oh, wie süß, Babe. Bestimmt Kniestrümpfe. Ein String! Genau, was ich wollte! Dann kann deine Mom ihre behalten. Und verbessert die Chancen auf einen süßen Freund. Mein Zukünftiger möchte dir danken. Sein Leben wird jetzt mega interessant. Hoho. Wegen einem String? Echt jetzt? Nein! Oh oh. Das wird was jetzt nicht toll. Was ist das? Ein altes Buch. Es mieft scheußlich. Das ist echt selten. Ein Gedichtband von Edgar Allan Poe. Edgar Allan wer? Was? Stand das Ding vielleicht bei deinem Opa im Bücherschrank? Nein, nein, das ist echt antik. Ja, genau wie dein Kleid. Hey, das ist doch schön. Nein, ehrlich, ist das ein Scherz? Unglaublich, dass du zu meiner Party kommst und du schenkst mir diesen Kram. Und sie hält sich für clever. Aber sie ist nur eine Laborratte. Eine freakige Laborratte. Ja, und sie hängt an mir wie eine Klette und baggert mich ständig an. Was? Das ist richtig. Oh, und eine Nutte dazu? Ich wollte sie gar nicht einladen. Meine Mom hat mich dazu gezwungen. Die sind frech. Ja, sie ist eine Schlampe. Und eine Hexe noch dazu. Ja, das werden wir ja sehen. Das bringt werden sie alle wir um. Sehen. Ja. Was macht man mit Hexen? Sie verbrennen. Ich verbrenne dich gleich. Euch. Boah. Nein. Die sind ganz schön frech. Nein. Ich schüttle, ich schüttle. Schüttel, schüttel, ich schüttel. Okay, sind wir Harry Potter oder was? Ja. Wo ist eigentlich die Mama hin? Bitte, bitte lass mich raus! Bitte! Gab's nicht noch Kuchen? Bitte, ich will so viel Action macht einen wirklich hungrig. Ja, machen wir endlich Party. Das werden wir mal sehen, ob ihr Party macht. Das ist ganz schön gemein gewesen, finde ich. Aha. Also... Kann ich jetzt rauskommen hier? Ich hoffe. Bitte? Hallo? Ich mach gleich. Noch kann ich nicht. Ich möchte hier raus. Hol mich hier raus. Bitte. Mach ich. Oh. Mach erst Chaos. Mach alles kaputt. Ja? Ja. Oh, ich komm hier. Wo ist denn die Treppe jetzt? Da. Ich komme hier nicht raus. Oh, ich muss dich erst hier rausholen. Okay. Na gut. Ja, hallo? Ah, da war es gerade. Das dreht sich manchmal einfach. Ja. Ich ersticke. Hä, wieso erstickst du? Ich übertreib mal nicht. Ah, ich glaube von außen. Ich kann doch raus. Ich musste direkt durch die Tür. So, kann ich jetzt hier... Guck mal. Ich glaub, kann ich nicht. Ich muss kann mich, glaube ich, wirklich erst rauslassen. Ja, mach ich. Hä, hallo? D-Taste will ich. So. Jetzt geh raus. Oder wollen wir uns rächen? Ja, natürlich wollen wir uns rächen. Diese Schweine. Los, Aiden. Ja, Mann! Ich mache. Hau alles kurz und klein. Den blöden... Oh. Hallo, ich wollte den blöden Kuchen zerstören.
Oh, zack. Toll, sehr lustig, Steve. Hey, das war ich nicht. Ich hab dich gemacht. Ist hier noch was? Nö, noch nicht. Was, das ist doch keine Rache, nur den blöden Kuchen. Oh, komm, du kannst da nochmal, oder? Ja. Ach, der Tisch. Zack. Ja, Mann. Shit, das ist Wahnsinn. Ich verschwinde von hier. Nein. Lass mich hier nicht alleine. Okay, warte. Nein. Nein. Lass es nicht drin. Die Tür, sie ist versperrt. Unendlich. Die Fenster. Ich sag doch, sie ist zu. Ganz ruhig. Kein Grund zu. Oh, die Bilder. Bam. Fenster. Tür ist die Fenster. Nein, nicht Fenster. Nicht die Fenster. Oh, können wir alles abfackeln mit den Kerzen oder so? Nicht die Mama. Bam! Jawoll! Fenster. Du Blöde, ich hab gesagt, deine Brille. Ich hol dir deine Brille von der Nase. Da! Guck mal, der Tisch da. Ballons. Hubububu. Aha! Ich bleib nicht hier. Ich bleib nicht hier. Hilfe! Doch, du bleibst hier. Boom. Oh, das bringt so Spaß. Boom. Oh. Das hast du davon. Ganz gemein. Oh, sowas würde ich gerne können. Oh ja, Mann. Die hat ja immer noch ihre Brille auf. Ich hab gesagt, ich hau ihr die von der Nase. Boah. Es reicht ein. Nein, es reicht nicht ein. Komm schon, wir gehen. Nein. Okay, den wollte ich gar nicht. Hilfe, Hilfe. Ist in der Küche noch was oder so? Aha. Oh ja. Du kriegst auch noch einen, du Blöder. Schade. Was ist denn mit dem Kamin? Das interessiert mich halt wirklich, ob wir das Haus jetzt abfackeln können. Nö. Ach, schade. Oh, da hinten ist noch was, ja. Und da war auch eine Kerze. Oh, das tut mir sehr leid, nicht? Ich sag, das reicht. Nein! Komm, wir gehen jetzt. Wollen wir wirklich das Haus abfackeln? Ja, Mann! Weil die Mama kann ja nichts dafür. Mir doch egal. Doch, die aber hat die so ein hat ekliges kein Haus Vieh großgezogen. Oder oben war was? Ah. Bam! Wow. Bam! Du hast immer noch deine Brille auf. Das gefällt mir nicht. Hilfe. Hä? Ich glaube, weil er woanders ist hingegangen ist, oder? Hallo, komm zurück. Ah, da. Ah, guck mal, bei ihr. Ja, Mann! Kuckuck. Nein, tust du nicht, tu es! Nein! So, jetzt bin ich fertig. Nein, Mann! Was kommt davon? Ich hab gar nichts gemacht. Geht es dir gut? Mein Gott, was ist passiert? Sie war's! Es ist ihre Schuld! Sie hat alles abgefackelt! Sie ist der Teufel! Der Teufel! Komm mit, Johnny. Ho, ho! Der Teufel! Der Teufel! Nach Hause. Oh, schön, das mag ich. Hahaha. da bin ich jetzt mal gespannt. Nicht betrunken, Rauchen verweigert, Matt weggestoßen, Kräfte verheimlicht, Teenager angegriffen und Haus in Brand gesteckt. Hahaha. Erste Besprechung. Okay, das ist jetzt noch vor dem Experiment, also das müsste dann wieder ein Kind sein. Das ist nämlich die Timeline. Stimmt. Oh. Hallo. Hallo. Ich setze mich neben dich. Oh. Ich drücke mal die falsche Taste. Lass das rein. Wegen dir haben wir Ärger. Also hör jetzt auf. Hä, schreib mich nicht so an, ja? Entschuldigung. Übernimmt für Dr. Matthews. Er wird sich also ab jetzt um dich kümmern.
also ein Doktor. Hallo. Da ist er ja. Was kann ich denn machen? Kann nichts mehr machen. Ich wollte das Bild angucken. Aha. Könnten Frau und Tochter sein. Jody, er wartet auf oh, dich. Oh, hallo. Oh, hallo Mutti, glaube ich. Bist du Mutti? Sieht aber ein Leben aus. Ja. Okay, dann geht's zu ihm. Hallo, Jody. Komm rein. Er ist also ein Doktor, ja? Mhm. Also nicht unser Papa. Mein Name ist Nathan. Nathan Dawkins. Ich dachte, es wäre eine gute Idee, wenn wir uns mal unterhalten würden, um uns besser kennenzulernen. Das heißt, wenn du das auch willst, natürlich. Nein, eigentlich nicht. Doch, willst du. Der sieht creepy aus. Der ist nett. Aber er hat uns eben auch geholfen. Ja, das stimmt. Der ist bestimmt lieb. Und der ist schlau. Okay, ja, dann bin ich auch nett zu ihm. Hast mich überredet. Siehst du, er ist schlau. Ja. Oh, Bücher. Dann kann man mal nett sein. Ja, hast recht. Ziemlich trocken, die Bücher. Ehrlich gesagt, gelesen habe ich die auch nicht alle. Was ist mit dir? Liest du gern? Ja. Ich kann gar nicht antworten. Oh. Das ist meine Frau Helen mit meiner Tochter Laura. Ah. Meine Tochter ist fast so alt wie du. Sieht auf dem Bild aber viel älter aus. Irgendwie schon. Du kannst dich setzen, wenn du willst. Ja. Fast so alt. Oh, die Schneekugel kannst du nehmen. Eine Schneekugel. Oh. Ich hab da... Gefällt sie dir? Ja, Mann. Du kannst sie behalten, wenn du willst. Oh, das ist aber lieb. Siehst du, er ist lieb. Okay. Dem wollen wir nichts Böses. Ist in Ordnung. Was haben wir hier noch Schönes? Wissenschaftskram. Na gut, dann setzen wir uns mal hin. Mhm. Jody, mein Job ist... die Erforschung seltsamer Ereignisse und sie irgendwie zu erklären. So wie die Dinge, die dir passieren. Nicht, Julie? Alles normal. Ja, für uns schon. Deine Mutter sagt, du hast einen unsichtbaren Freund. Ja. Dieser Freund, hast du den schon seit langem? Ja. Seit deiner Geburt? Kann sein. Scheinbar schon. Ist er ein Geist? Oder ist jemand gestorben und der besucht dich jetzt? Nee. Nein, okay. Kannst du ihn für mich malen? Wie sehe ich denn aus? Gute Frage. Ja, wenn sie sagt, sie kann das, dann machen wir das mal, oder? Ja, dann malen wir mal eine Runde. Oh, guck mal, unser Arm. Das sah aber nicht gut aus. Ein bisschen zerkratzt. Beide. Ui. Ach, ui. Da oben auch. Oh, wow. Okay, wir sehen einfach, du siehst fantastisch aus. Oh, ich bin ein schwarzer Punkt. Stimmt's nicht, wenn ich's ansehe? Ein schwarzer Fleck. Ein schwarzer Schwibbelschwabbel. Ich bin ein Schwibbelschwabbel. Also... Dieses Ding ist ein Freund und es ist verbunden
mit dir über sowas wie eine Schnur. Ja. Ist er jetzt gerade hier? Kuckuck. Kannst du ihn bitten, was zu machen? Klar. Ich kann was machen. Aber nur nette Sachen mache ich. Was soll ich machen? Ich mache... Vielleicht nur das Papier oder so? Nee, das ist so ein... Guck mal da, die Unterlagen. Oh, schon wieder der falsche Knopf. Ich entschuldige mich. Aber nee, Unterlagen ist so doof. Dann musst du alles neu sortieren. Oh, guck mal, der Schrank. Ja. Komm. Ja, das ist okay. Oh, jetzt hat er sich erschrocken. Ja, was hat er denn erwartet? Du sagst ihm, was er tun soll, und er macht es dann? Ja. Ich sag Aiden nicht, was er tun soll. Niemand kann das. Er ist wie ein Löwe im Käfig. Wir sind verbunden. Er kann nicht weggehen. Das macht ihn richtig wütend. Es ist nicht meine Schuld. Ich will ja auch, dass er geht. Er kann einem manchmal auch richtig Angst machen. Nein. Und? Ach, hat er das doch auch gemacht? Nein, das war doch nicht Aiden, oder? Nein. Okay. Das waren die Monster. Hä? Welche Monster? Jetzt wird's immer verrückter. Mhm.